36.400.000. Wenn man nach der Dwaite-Gleichung geht, ist das die Anzahl der intelligenten Zivilisationen, die man in unserer Galaxie vermuten darf. Die letzten 78 Jahre über haben wir alles Mögliche über uns. Unsere Radiosignale, Fernsehen, unsere Geschichte und unsere größten Entdeckungen hinaus ins Weltall gesandt. Wir schrien unsere Existenz so laut wir nur konnten hinaus, fragten uns, ob wir allein sind. 36 Millionen Zivilisationen. Und doch haben wir in den bald 100 Jahren, in denen wir nach Signalen horchen, noch nie etwas gehört. Wir waren allein. Zumindest bis vor ungefähr 5 Minuten. Die Übertragung erfolgte auf jedem transzendentalen Vielfachen der Wasserstofffrequenz, die wir abhören. Transzendentale Harmonien, wie die Frequenz von Wasserstoff mal Pi, kommen in der Natur nicht vor. Ich wusste also, dass sie künstlichen Ursprungs war. Das Signal schlug sehr schnell und in gleichmäßigen Wellen aus. Mein erster Gedanke war, dass es irgendeine Art von binärer Übertragung sein musste. Ich maß 1679 Ausschläge in der einen Minute, in der die Übertragung aktiv war. Danach kehrte die gewohnte Stille wieder ein. Erst machten die Zahlen überhaupt keinen Sinn, als wären sie nur ein zufälliges Durcheinander von Rauschen. Aber die Ausschläge waren so perfekt einheitlich und das aus einer Frequenz, die sonst so still war, sie mussten von einer künstlichen Quelle stammen. Als ich mir die Übertragung noch einmal ansah, setzte mein Herz einen Schlag aus. 1679. Das entsprach der genauen Länge der Arecibo-Botschaft, die vor 40 Jahren gesendet wurde. Aufgeregt begann ich, die Bits im ursprünglichen 73x23 Raster anzuordnen. Ich musste nicht einmal bis zur Hälfte weitermachen, bis ich mir absolut sicher war. Es war exakt dieselbe Nachricht. Die Zahlen 1 bis 10 in binärer Form. Die Kernladungszahlen der Elemente, aus denen das Leben besteht. Die Formel für die Nukleotide unserer DNA. Jemand hatte uns zugehört und wollte uns wissen lassen, dass er da ist. Dann fiel es mir auf. Die ursprüngliche Nachricht war nur 40 Jahre zuvor gesendet worden. Das bedeutete, dass dieses Leben nur 20 Lichtjahre entfernt sein konnte. Eine Zivilisation in Kommunikationsreichweite? Das würde jedes Feld, in dem ich je gearbeitet hatte, revolutionieren. Astrophysik, Astrobiologie, Das Signal schlägt erneut aus. Dieses Mal ist es langsam. Absichtlich. Gleichmäßig. Es dauert knapp 5 Minuten. Jede Sekunde kommt ein neuer Bit rein. Obwohl die Computer selbstverständlich alles aufzeichnen, beginne ich es auf einem Blatt Papier aufzuschreiben. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Ich wusste sofort, dass es sich nicht um dieselbe Nachricht handeln konnte. Meine Gedanken rasen bei dem Gedanken, was die Nachricht alles sein könnte. Die Übertragung endet. Es wurden 248 Bits gesendet. Sicherlich ist das viel zu wenig für eine wirklich bedeutende Nachricht. Was könnte eine andere Zivilisation dir mit nur 248 Bits an Informationen zu sagen haben? Auf einem Computer wären die einzigen Dateien, die so klein wären, Text. Ist es möglich? Sandten sie uns wirklich eine Nachricht in unserer Sprache? Denk darüber nach. Es steht nicht völlig außer Frage. Wir haben die letzten 70 Jahre über fast jede Sprache der Welt übertragen. Ich beginne sie mit dem ersten Codierungsschema, das mir einfällt, zu entziffern. ASCII. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Das ist ein B. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. E. Als ich die Nachricht fertig entziffert habe, sinkt mir das Herz in die Kniekehlen. Die Worte vor mir beantworten alles. Be quiet, or they will hear you. Seid ruhig,
sonst werden sie euch hören.